einen doch einen familiären Typ und auf der anderen Seite aber ein eigenes Leben leben und auch mit Abwechslung. Also ich könnte genau sagen, was ich mir für einen Typ von einem Mann vorstelle. Ja, bitte. Ja, zum Beispiel eben einer, der eben grundsätzlich nicht klammert, mir meinen freien Raum lässt, egal ob privat oder in der Freizeit, und was mich nicht ständig kontrolliert und anruft, weil das ist, das schnürt einen einfach die Luft weg, oder? Und da verstehe ich wiederum deine Ex-Freundin jetzt in dem Sinne, warum sie gegangen ist, oder? Weil das kann nicht lang gut gehen. Schon, aber da gehört auch die Basis für Vertrauen dazu und Treue, ne? Und das war auch nicht gegeben, ne? Oder zumindest dann so weit sein, dass man sagt, okay, ich klammere zu viel, es passt nicht und dann Schluss macht, ja? Aber solche Aktionen müssen nicht sein. Ich habe mal darüber nachgedacht, dass sie die Situation das so gemacht hat, weil du sie eben geklammert hast? Natürlich, unbewusst oder so, ne? Aber trotzdem, ich finde das gar nicht fair und böse. Ja, das ist deine Meinung. Also ich. Ja, also wenn man, also mein Verständnis von Beziehung ist schon die, dass ich treu bin und treu bleibe. Und wenn es halt nicht mehr passt, entweder darüber sprechen oder Schluss machen. Ja. Jana, wenn Männer zu nett sind oder netter werden, nutzen das dann Frauen aus und werden sie dann böse? Also ich für meinen Teil finde es nicht, weil ich habe eben auch gerade vor einem Monat eine Beziehung hinter mir. Da haben wir das alles geklärt. Ich habe gesagt, ich habe mein Geld und ich mache das mein Ding draus, oder? Und du hast deins und du machst mit deinem Geld das, was du machen willst. Mhm. Also ich habe das von Anfang an gesagt. Er hat mich auch so kennengelernt, oder? Wie ich wirklich bin. Und dann hat es von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert. Aber wart ihr nicht schon verlobt? Ja, wir waren ein Jahr lang zusammen und ein halbes Jahr lang davon waren wir verlobt. Ja, stimmt. Aber verloben heißt ja ein Versprechen geben. Ja, eben. Das ist auch. Ich habe ihm förmlich den Antrag gemacht, da wo wir uns kennengelernt haben. Und dann hat sich eigentlich alles von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Da habe ich keinen Freiraum mehr gehabt, der hat mich komplett eingesperrt. Beim Ausgehen, ich tanze eben sehr gern, am liebsten auf der Box. Ich stehe gerne in den Mittelpunkt, einfach wo ich überall sichtbar bin oder jeder sieht mich an. Und wie gesagt, er hat mich so kennengelernt und dann von einem Tag auf den anderen hat das nicht mehr gepasst. Das auch heißt, komisch. Nicht mehr ausgehen, zu Hause bleiben. Das heißt, er ist böse geworden. Ja, genau, andersrum, genau. Aber das muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, dass er. Eifersucht. Da haben wir schon. Ja. Ja. Ich für meinen Teil, also ich bin von mir überzeugt, oder? Ich stelle mich hin und ich kann jetzt behaupten, wenn ich jetzt wirklich beim Ausgehen bin und mich hinstelle, dann schauen mehr oder weniger 99% geradeaus auf mich zu, oder? Die Männer? Ja, die Männer. Ja. Also die meisten Männer. Und dann stehen sie schon da und das ist nun mal Tatsache mit den Handys und Fotos und Filmen und sprechen dich gleich an und ja. Was, die filmen dich gleich? Ja. Warum tun sie das? Ja, keine Ahnung, hat ihnen schon so gefallen, wie ich tanzen tue oder so. Oder meine Outfits vielleicht, keine Ahnung. Ja. Also das ist mein Outfit normal, wenn ich jetzt ausgehe, oder? Ja, Mario. Also ich zeige mich. Freiraum finde ich auch ganz wichtig und essentiell für eine Beziehung. Ja. Aber ich sage trotzdem, für eine Beziehung gehören auch Kompromisse dazu. Und wenn ich einfach in eine Disco gehe und anreizend gekleidet bin und dann mich 99%, wie du sagst, der Männer anschauen, muss man auch ein bisschen verstehen, warum dann die Männer dann eifersüchtig werden. Wann du sogar gefilmt und fotografiert wirst. Ich denke da wiederum ganz anders drüber. Ich denke mal, ja, wenn sie mich anschauen, dann soll der Mann so denken, boah, habe ich eine geile Freundin. Okay, ja, kommt drauf an, wie du dich dann verhältst den Männern gegenüber vorher. Ja, ne? Ja, ich tanze einfach weiter. Eng mit den Männern? Nein, eben nicht. Ich stehe ja unten, ich bin auf der Box oben. Okay. Ich glaube, dass du noch gar nicht so bereit dazu bist für eine Beziehung, Jana. Ja. Während der Mario sehr wohl dieses Sichere sucht. Also du hättest schon gerne das Nesterl. Und Diana will noch Action und Fortgehen, ja, genau. und Unterhaltung und Spaß und nicht jemanden, der jetzt ja mit dir sich eine Familie groß aufbauen möchte. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt. Nee, das ist nicht mein Ding, also wirklich nicht. Nee. Ja. Familie kommt für mich generell nicht in Frage, also Kinder schon dreimal nicht. Warum? Nee, also ich habe Erfahrungen mit meinen Neffen einfach, oder? Und das war schon zu viel. Aha. Aber wohin entwickelt sich das, wenn Frauen so sind? Die Männer, ihr wisst ja gar nicht mehr, was wie ihr euch verhalten sollt, oder? Nein, also ich diskutiere viele mit Freunden. Auch ich habe Freunde, die es ähnlich geht mit den Frauen. Und es ist ein richtiges Problem, weil wir haben auch schon überlegt und auch schon probiert, sagen wir, dass wir
Arschlöcher sind. Also bist du nicht alleine auf der Welt und es ist nicht nur deine Generation, auch der Leo, der schon ein bisschen älter ist, ja, 63, der sagt, Frauen haben die Männer fest im Griff und wenn sie wollen, dann können sie mit den Männern tun, was sie wollen. Hier ist der Leo. Hat Jana die Männer im Griff? Naja, wenn ich mich so direkt anschaue, dann hat sie es im Griff. Allerdings, was wäre der Mann, wenn er ein kleines Arschloch gewesen wäre und nimmt dir, wo du auf der Box tanzt, unten mit drei Freundinnen getanzt hätte von dir? Was hast du dann gesagt? Wärst du dann auch nicht eifersüchtig gewesen? Auf meine Freundinnen oder auf meinen Mann? Auf deinen Mann. Also mein Verlobter war schon erstmal Türsteher, der hätte sich das nie getraut. Und zweitens, nein, der davor zum Beispiel, der hat das schon öfters gemacht, da bin ich ja stolz drauf, wenn die Frauen drauf schauen. Ja, und denken, eben, mir, du der hast gehört das ja mir, gesagt. Das ist ja mein du Mann. Du hast das ja gesagt. Ja. Er findet, du bist eine geile Frau, wenn du von den Männern angebraten wirst oder angetörnt wirst. Aber umgekehrt wäre es ja genauso. Es ist eine Kraftprobe. Bei Mari ist es halt so, Kuscheltiger, Romantiker, Gentleman, okay. Aber ich habe das schon erwähnt, da muss da ein kleines Arschloch auch sein. Weil sie wollen ein Macho. Was ist die heutige Frau? Die braucht einen Mann, wo sie sich auch anlehnen kann. Sie hat nichts davon, wenn sie zu dir sagt, geh, Mario, räum mal den Stein weg. Und du sagst, nein, entschuldige, das tut mir aber nicht. Und da kommt es. Und wenn du sagst, Mario, dass irgendwann deine Beziehung so abgebrannt ist, obwohl du eh alles gemacht hast, hast du dich hinterfragt, du, wie wär's, hättest du gerne Kuss daher oder daher? Hast du auf diese Zärtlichkeiten gedacht? Oder warst du nur für dich da? In der Beziehung? In deiner Beziehung. In der Beziehung war ich hauptsächlich für das Gegenüber da, ne? Ja, aber du hast ja gesagt, in deiner Beziehung hast du immer nur den Fehler bei dir gesucht. Hättest du einmal sie angesprochen, hast gesagt, du, pass auf, ich möchte meine Grenzen haben. Was wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, du, heute möchte ich essen gehen, chinesisch. Und nicht, ja, was hättest du gern, Schatzi, sollen wir bitte essen gehen? Also du meinst, er war zu wenig bestimmend. Bestimmend war er zu wenig, das ist... Darfst du das? Ja, auf jeden Fall, also rückblickend habe ich keine eigene Persönlichkeit gehabt, quasi, also immer nur der Hund von ihr, quasi. Aber kann man das lernen? Kann man quasi in wenigen Wochen vom Softie zum Macho mutieren? Genau, das ist die Kehrseite. Du musst einen gesunden Mittelweg wählen, weil du hast ja nichts allein, wenn du sagst, heute ich bin der Mann, das ist zu wenig. Heute musst du mehr vereinbaren als wie der Mann. Die Frau von heute erwartet sie von dir, dass du ein guter Liebhaber bist, dass du ein Mann bist, der auch im Mantel hilft, der ihr Blumen bringt, nicht nur, ah ja, heute, vor einem Jahr haben wir sie kennengelernt, du hast zwei Rosen. Und wenn dann vielleicht der Valentinstag kommt, sagst du, na weißt du, ich hab nichts gekauft, weil das war mir zu ein bisschen teuer, aber was weißt du, das ist mir ein bisschen zu unbequem. Oder wenn sie vielleicht einmal den Wunsch äußert, etwas zu erzählen, was ihr irgendwo im Alltagsleben am Kopf gefallen ist, was wir ja täglich haben, du hast das ja in der Arbeit täglich, wo du auch Mobbing hast, wo du hast Unannehmlichkeiten. Und sie erzählt das und sagst, nein, bei dieser Fußballmatch, lass mich bitte in Ruhe. Aber du kannst mir bitte das Bier bringen oder mein Schnitzel und dann passt schon wieder alles. Ich gebe dir komplett recht, aber die andere Frage ist ja dann wieder das, was kriege ich von der Partnerin zurück. Und wenn dann da kommt, ich will meine Freiheiten und will für die Beziehungen nichts investieren quasi, dann muss ich mal fragen, okay. Dann musst du mal hinterfragen. Es war ja nicht so, dass ich ihm nicht entgegengekommen bin, nur war das so, dass er mich komplett eingesperrt hat. Also ich habe gar nichts mehr machen dürfen. Ich bin förmlich in einem goldenen Käfig drin gewesen. Gell? Also dann, ich habe zwar viel Krieg von ihm, aber ich habe trotzdem nichts machen können. Ich habe gar nichts machen. Meine ganzen Hobbys habe ich nicht mehr machen können. Ich habe nicht mehr quasi aus dem Haus gehen können, ohne dass er dabei ist. Also dann das, musst du das genau ist dahinter fragen, weil sie hat einen Freundinnenkreis. Der Mann lässt sich ja auch nicht beinhalten, wenn er sagt, ich habe heute mal einen Rockabend. Und sie sagt, na, du darfst das aber sicher nicht. Dann würde er sagen, aber... Drama, Baby, Drama. Und bitte geh zu sein. Leo, hast du eine Beziehung? Ja. Wie lange schon? 16, ja. Und bei dir funktioniert... Und wir haben eine offene Beziehung.